Jo Leute, und was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Mein Name ist Sarah. Ja, in dieser Folge hatte ich mir eigentlich vorgenommen, so ein bisschen auf die Bugs und so einzugehen. Also ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich habe hier eine Liste. Den Inhalt seht ihr noch nicht, denn ich habe mich entschieden, das noch nicht anzusprechen. Also ich habe da so ein paar Bugs mir notiert, ein paar Spielinhalte, die ich mir persönlich jetzt zum Beispiel wünschen würde. Und halt auch generell gewisse Sachen, die man vielleicht patchen könnte oder so. Aber von Seiten des Entwicklers weiß ich jetzt, dass dieses Wochenende irgendwann ein Patch erscheinen wird. Ob da neue Inhalte da drin sind, weiß ich jetzt noch nicht so ganz, aber auf jeden Fall ziemlich viele Bugfixes. Und ich habe auch erfahren, dass es hier in diesem Wald 12 verschiedene interessante Orte gibt, die man erkunden und entdecken kann. Das haben wir bisher noch nicht getan. Das werden wir in dieser Folge machen, aber auf einen Bug muss ich direkt mal eingehen. Denn ich wollte eben hier in meine Hütte und ich hämmer auf die E-Taste. Ihr hört vielleicht. So. Jetzt meine E-Taste kaputt. Aber auf jeden Fall, wir kommen nicht mehr in unsere Base rein. Warum auch immer. Da sollte unser ganzer Stuff drin sein. Gut, wie ihr unten in der von 1 bis 6 Menüleiste sehen könnt, ist da nichts mehr drin. Also wird der Test aus der letzten Folge mit der Taste K zu safen auch verbuggt sein. Denn ja, normalerweise sollte die Taste K das ganze Spiel safen. Hat es irgendwie nicht getan, das hat das Ganze nur schlimmer gemacht, so wie es aussieht. Auf jeden Fall, unsere Base ist quasi für den Arsch. Wir haben auch kein Werkzeug, keine Waffen, kein Material mehr. Aber gut, das ist Early Access, das ist ganz am Anfang und die Entwickler, also ihr könnt es ja auch in den Videos selbst in den Kommentaren lesen, die Entwickler kommunizieren mit mir. Also, falls ihr auch irgendwelche Fragen selbst habt und so, schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn es die Entwickler nicht direkt lesen sollten oder darauf eingehen, kann ich auch nochmal die Fragen stellen und so. Die scheinen da wirklich sehr motiviert zu sein, auf den Spieler einzugehen, sage ich mal. Also, die Kommunikation finde ich sehr gut. Gut, es ist auch ein Indie-Studio. Die sind darauf angewiesen, aber ich denke mal, allein dadurch, dass die jetzt mich hier mit so einem kleinen Kanal anschreiben und auch mit mir kommunizieren, ist denen das sehr wichtig, dass wir irgendwie das Spiel oder beziehungsweise falsch ausgedrückt, dass wir ihnen helfen, das Spiel besser zu machen. Und das kann ich am besten, wenn ihr mich dazu unterstützt, weil ich merke mir auch nicht alles, mir fällt auch nicht alles direkt auf beim Spielen, vielleicht beim Schneiden dann schon so ein paar Sachen, aber trotzdem nicht wirklich alles. Deswegen, Leute, helft mir, helft den Entwicklern, damit wir das Ganze zusammen cool rüberbringen können. Und ja, wir gehen einfach mal los. Wir haben jetzt überhaupt nichts, wir haben nichts zu verlieren, von daher können wir jetzt einfach mal auf Erkundungstour gehen. Das, was ich eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte, denn oh, wir haben ja toll. Jetzt müssen wir uns. Jetzt habe ich so lange gelabert. Jetzt müssen wir erstmal hier uns um Nahrung und Wasser kümmern. Ansonsten werden wir nicht lange durchhalten. So. Okay. Ah, okay. Gab's schon ein Update? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also auf jeden Fall hier das mit dem Inventory, dieses Blau mit dem Muster hier. Gab's vorher nicht. Gefällt mir extrem gut. Sieht stylisch aus. Gut, hier Equipment mit der Person. Die Person sieht man immer nur noch, also immer noch nur im Schatten. Dafür hat sie jetzt ein blau-schwarzen Hintergrund. Hier ist auch ein bisschen was in Blau. Können wir mal gucken, gibt es hier irgendwas Interessantes, was dazu gekommen ist. Sleeping Bag. Das hört sich an wie so ein tragbares Bett, was man für unterwegs benutzen kann. Ja, das sieht ganz nice aus. Wir schauen mal. RIP.
Campfire Frontlands, Metal Bed Crafting, Sleeping Bag. Ja, okay, da ist nichts Neues dazugekommen. Da waren wir doch schon. Hier auch nicht, hier auch nicht. Aber was wir auch nochmal versuchen könnten, der Entwickler hat gesagt, use your backpack. Ja. Gut. Das heißt, benutze ein Backpack. Also irgendwas habe ich vorher gemacht, also oder nicht gemacht. Was das Backpack betrifft. Ja, das Problem an der Sache ist, wir können uns gerade kein Backpack craften, ohne die ganze... Also ohne unsere Crafting-Benches und was weiß ich, wie das heißt, zu benutzen. Aber leider kommen wir halt auch nicht mehr in die Base rein. Das ist ein Problem. Da steht alles drin, was wir bräuchten. Aber nein, da kommen wir nicht rein. Aber okay, Leute, wir sterben auch gleich. Wir haben Hunger und wir haben Durst. Alles unten. Health ist bei jetzt 35. Ich mache mal kurz einen Cut. Wir warten da, bis wir gestorben sind. Spawn neu und dann schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Weil eigentlich haben wir ja noch ein Bett in der Base, auf dem wir spawnen müssten. Also, wir sind eh gleich tot. So, 3, 2, 1 und tot. Jo. Fast exakt. So, wir spawnen hier mitten im Nirgendwo, also unser Bett können wir, glaube ich, abhaken. Beziehungsweise auch die Base. Also vielleicht, wenn wir jetzt einen Hammer uns craften könnten, könnten wir irgendwie die Tür einreißen und da wieder reinkommen. Aber momentan, mit dem, was wir haben, haben wir hier keine Chance. Okay, das heißt also wieder ganz am Anfang starten. Wir brauchen, ja genau, Bush. Wir brauchen Bush. Nicht George W. Bush, wir brauchen Holzbush. Okay, also die Gegenstände, also beziehungsweise die Pflanzen, die blocken irgendwie so kurz vorher erst ins Bild rein, was auch ein bisschen komisch ist. Naja, gut. Okay, das zum Plan. Wir versuchen einfach mal heute hier so ein bisschen die Umgebung zu erkunden. Die Tiere, ah doch, da hinten ist ein Reh. Ich wollte gerade sagen, die Tiere sind irgendwie weg. Aber nein, die sind auch da. Okay, ja gut, ich habe jetzt auch keinen Bock hier zu farmen. Unser eigentliches Ziel war ja wirklich erkunden. Unser Baseballschläger war ja in den letzten Folgen nicht sehr effektiv, was den Kampf betrifft. Deswegen könnten wir den jetzt auch einfach mal ignorieren und hier mal die Umgebung erkunden. Vielleicht finden wir einen dieser mysteriösen Plätze. Ich finde es halt nur komisch, dass mir auf Steam nicht das Update angezeigt wurde. Also es hat sich definitiv ein bisschen was verändert, zumindest optisch und so. Aber normalerweise kriegt man ja da einen Ladebildschirm, wo das Update erstmal geladen wird und so. Aber das war jetzt hier nicht. Deswegen bin ich jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass es noch keinen neuen Patch gab. Naja gut. Wir schauen mal weiter. Also wie gesagt, ich habe ja immer noch meine Liste mit den ganzen Bugs, die ich aufgeschrieben habe und so Zeug. Und ja, spätestens in der übernächsten Folge werde ich die auch präsentieren. Also das ist jetzt auch nicht, um das Spiel schlecht zu machen. Ich will eigentlich mehr helfen, dem Spiel, also das Spiel zu verbessern. Tja. Wenn man so will. Denn es hat eigentlich Potenzial, wie ich finde. Also es kann richtig gut werden. Aber ja, die Entwickler, wie gesagt, die kommunizieren auch sehr gut eigentlich mit den Fans, beziehungsweise die paar YouTuber, die jetzt bisher Videos dazu machen.
Und das zeigt mir auch, dass sie sich direkt an den Spieler wenden wollen, um für den Spieler ein gutes Spielerlebnis bieten zu können. So, okay, wir sind jetzt in Gebieten, wo wir bisher noch nicht waren. Hier hinten sind lauter Berge. Kann jetzt auch natürlich sein, dass wir hier in dieser Folge überhaupt nichts finden und ich einfach mir nur den Mund fusselig rede. Aber gut, das hat nichts zu heißen. Ich meine, es sind... Ich weiß nicht, wie groß die Karte wirklich ist. Ich habe da auch nie nach irgendwelchen Zahlen geguckt. Ah, da hinten ist so ein weiterer Obelisk. Oder was das sein soll. Ja, ich habe nie nach Zahlen geguckt. Und deswegen kann es auch gut sein, dass die Karte jetzt ziemlich groß ist und wir die ganze Zeit einfach in die falsche Richtung laufen und durch blöde Zufälle nicht finden. Aber also eins kann ich schon mal sagen. Ich denke mal, da wird noch einiges in dem Spiel dazukommen. Ich meine, wenn wir jetzt den Anfangstrailer aus meiner ersten Folge betrachten, da gibt's Hightech-Zeug, das sieht ziemlich futuristisch aus und so. Und die ist auch irgendwie an einem komischen Bett gefesselt mit irgendwelchen Elektroden am Kopf und alles. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass von der Story her, dass das alles in ihrem Kopf vorgeht und dass sie irgendwo gefangen ist und die, ja, ihr sich irgendwie da befreien muss und das, der Wald ist halt in ihrem Kopf. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Und dann ist halt hier noch die Frage, was hat das überhaupt mit diesen Obelisken auf sich? Ja, da haben wir momentan auch nicht so wirklich einen Plan, was die so können, was die so machen. Ich esse mal schnell was. Was zu trinken wäre auch nicht ganz unschlecht, weil dann könnten wir hier nämlich eine längere Zeit weiter erkunden. So, ja gut, das war Busch, den brauchen wir jetzt nicht. Wir laufen nur durch die Gegend im Prinzip. Wald. Hier ist eine Sackgasse. Ja, hier ist eine Sackgasse. Können wir hier hoch? Ne, da hängen wir fest, okay? You died. Ah! Okay, wir fangen wieder ganz von vorne an. Raw meat. Ja gut, damit können wir nichts anfangen. Solange es raw ist. Aber wir gehen mal in die andere Richtung. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Ich soll durch die ganze Zeit rennen. Ich glaube, das verbraucht mehr Energie und Essen und Trinken, als wenn wir jetzt hier normal laufen. Oh, das übliche Geschrei. Ich hab's schon vermisst. Was ist das? Okay, krass. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Keine Ahnung, ob es vorher schon drin war im Spiel, aber da gehen wir jetzt mal hin, Leute. Das ist kein normaler Obelisk, der hat hier eine Statue oben drauf. Das könnte interessant werden, aber das ist auch ein ziemlich hoher Berg. Ich weiß jetzt nicht, kommen wir da hoch oder ist der einfach nur ziert oder? Man weiß es nicht, man wird es rausfinden, hoffe ich. Okay, ja gut, das lassen wir liegen. Ich sehe jetzt hier gerade keine Nahrung. Das wäre halt cool, wenn wir jetzt hier irgendwie eine Höhle oder sowas finden. Okay, hier sollen wir scheinbar nicht hoch. Ich finde es halt nur schade, dass wir jetzt in die Base nicht mehr reinkommen. Ich weiß nicht, ob das nochmal gefixt wird oder ob wir die Base jetzt komplett abschreiben können. Weil, gut, es wird wahrscheinlich eh nichts mehr drin sein, was uns irgendwie interessieren könnte.
aber es ist halt immer noch ein Bett drin, wo wir spawnen können. Hier vielleicht irgendwas. Wir gucken mal ganz schnell. Wir müssen halt immer darauf achten, auch wegen Essen und Trinken. Also Essen ist kein Problem, das finden wir die ganze Zeit über. Aber Trinken, das müssen wir halt irgendwo uns kochen als Suppe oder sonst was. Und ja, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit und nicht das Material am Start. Wie kommen wir hier hoch? Nee, sieht nicht so aus. Nee, wir schaffen gerade mal den einen kleinen Hügel direkt. Müsste doch hier irgendwas Interessantes sein. Das kann ja jetzt nicht hier einfach nur so eine große Statue sein, also so ein großer Obelisk mit einer Statue drauf und da einfach ist das alles nur normale Felsen. Okay, da hinten sehen wir unseren Standard-Obelisk. Beziehungsweise da wird unsere Base sein. Ich habe jetzt auch bisher keinen einzigen von den Gegnermonstern gesehen, komischerweise. Ja, okay, also. Wir haben hier ein riesiges Gebilde im Fels gemeißelt mit einer Statue oben drauf. Wir sind jetzt einmal komplett drumherum gelaufen, weit es geht. Also ich laufe noch mal ein Stück weiter, nicht dass wir jetzt hier auf den letzten Meter durch Pech einen Eingang oder sonst was verpeilt haben. Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, das hier ist die Richtung, von der wir drauf zugelaufen sind. Ja, genau. Das müsste es sein. Man kommt hier halt auch nicht so wirklich weiter, oder? Also es gibt keinen Weg, irgendwie hier hochzukommen. Ja. Okay, das war eine ziemlich große. Okay, wir sterben auch gleich wieder. Ja, gut. Ich würde sagen, wir beenden mit unserem Tod diese Folge. Ja, wir spawnen mal ganz, ganz neu. Ja, wir beenden jetzt mit unserem Tod die Folge. Und. Ja, was soll ich sagen? Also, wir sind viel gelaufen, wir haben versucht zu erkunden und sowas, aber Hunger und Durst haben uns halt das Leben ein bisschen schwer gemacht. Was ich vielleicht auch noch so nachträglich ein bisschen patchen würde, dass wir halt nicht so ganz schnell verhungern und verdursten und dass man halt auch irgendwie, keine Ahnung, mehr Wasser unterwegs finden kann, weil Essen ist ja ganz okay. Das findest du, wenn man anfängt zu suchen, aber Wasser ist halt schwer. Also wir haben hier irgendwo, wo war es? Hier, genau, beim Spawnpunkt eine Wasserquelle. Und das war es auch soweit, was ich gefunden habe. Ja, ich warte nochmal die nächste Folge ab. Dieses Wochenende soll ja, wie gesagt, noch Patch kommen. Vielleicht war das auch jetzt schon der Patch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich versuche auch mal die Patch-Notes mir anzugucken. Habe ich bisher nicht getan. Und ja, spätestens in der übernächsten Folge werde ich euch mehr Informationen bringen können. Bis dahin, Leute, würde ich mich über einen Daumen nach oben riesig freuen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir das Abo hier auf dem Button geben würdet.
Schreibt mir Kommentare, was haltet ihr von dem Titel? Teilt das mit euren Freunden. Leute, das Klöckchen, um keinen Inhalt zu verpassen. Schaut diese zwei Videos an und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mein Name ist Sarah wieder. Bis dahin, Leute. Tschüss, macht's gut. Euer GameXBeast.